Die Hongkong-Proteste sind zum Entsetzen Chinas inzwischen überall. Der Gamer Blitzchang hat ein Spiel beim E-Sport-Turnier Asia Pacific Grandmasters gewonnen. Im Post-Game-Interview scheinen die Moderatoren links schon zu ahnen, was jetzt kommt. Guangfu, Shanghang, Si Zai Gang. Auf Reddit explodieren die Diskussionen darüber und in China werden NBA-Logos entfernt, weil sich Teammanager kritisch geäußert haben. Doch viele internationale Firmen knicken inzwischen schon von selber vor China ein. Gerade heute wurde bekannt, Apple löscht Hongkonger Protest-App, mit der sich die Demonstranten koordiniert haben. Diese Zensurensöhne! Ey, also ich würde mich nie selbst mundtot machen. Potti ist übrigens ein köstliches Sandwich aus Schinken, Teewurst, Leberwurst, Salami, Schinkenwurst und Erdbeerkäse, wie vom Top-Kommentar gewünscht. Ich bin Philipp Balulis und frag mich, was eskaliert da gerade im Internet und trifft das auf die deutsche Bundesliga? Es ist Donnerstag, der 10. Oktober. Die Risse in den Boeing sind nicht so tief wie die Risse in meinem Herzen. Und das hier ist Balulis Daily. Amerikanische Firmen in China. Da können die jetzt ihre eigenen Produkte kopieren. Die Firmen überbieten sich darin, sich selbst zu zensieren. Der E-Sport-Sieger wurde von den Grandmasters ausgeschlossen und erhält kein Preisgeld. Die Zusammenarbeit mit den Kommentatoren wurde sofort eingestellt. Ha, vielleicht sollten wir Bellariti auch mal einen Hongkong-Kämpfer zur Seite stellen. Aber das ist nur ein kleiner Aspekt von der großen China-Zensur-Shitshow gerade. Los ging's mit South Park am Mittwoch. You are a fat diabetic bear. And if the Chinese don't watch you, then I don't either. Die Folge? South Park wurde komplett aus dem chinesischen Internet getilgt. Die ironische Reaktion der Macher? Wie die NBA heißen wir die chinesischen Zensoren in unserem Herzen und unserem Zuhause willkommen. Und wir begrüßen sie in unseren Huawei's und in der gesamten 5G-Infrastruktur in fucking Deutschland. Aber was war jetzt da los mit der NBA? Da gab's massiven Ärger von China, nachdem der Houston Rockets Manager getwittert hatte: Fight for Freedom, Hong Kong! Den Tweet findet man jetzt nur noch in Zeitungen und die Rockets schoben ganz, ganz schnell das hier hinterher. Yeah, we apologize, you know. Ja, die unmotivierteste Entschuldigung seitdem, wir bitten um Ihr Verständnis der Deutschen Bahn. Also, keine Unterstützung für Hongkong. Sogar den Fans wurden die Transparente weggenommen, während im Hintergrund die Nationalhymne gesungen wurde. Alright, thank you, sir. Was war denn das? Weniger Widerstand gibt's nur an einem Supraleiter. Yay! Allerdings, das Shirt, das durfte er aber anbehalten. Ich bin jetzt live mit dem NBA General Manager Tex Grossman verbunden, um herauszufinden, warum die größte Basketballliga der Welt so vor China kuscht. Ist mir eine Freude, selber Kuscher. Ah ja, ich meine, was ist denn mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung? Das ist das höchste amerikanische Gut von allen. Hier der Tweet von meinem Kollegen Daryl Morey nochmal. Fight for Freedom, Hong Kong! Und unser Liga-Boss hat ihm da den Rücken gestärkt. Wir entschuldigen uns nicht für Daryls Redefreiheit. Das ist Amerika. Das zeigt jetzt aber nicht die ganze Wahrheit. Morey musste den Tweet mittlerweile löschen und sein direkter Boss beim Basketballteam hat gesagt, er spricht nicht für den Verein und sie sei noch keine politische Organisation. Ja, aber für den geht's ja auch ums Geld, ne? Wegen Daryls Blöden schaut mich an. Ich bin ein mutiger Freiheitskämpfer, aber von der Couch aus Tweet sind Merchandise-Produkte von den Houston Rockets vom chinesischen Markt verschwunden. Das ist kein Spaß. Da geht's nicht um Basketball, da geht's um Profite. Also Redefreiheit, solange es dem Profit nicht schadet? So einfach ist es nicht. Der chinesische Markt ist einfach ein riesiger, leckerer Geburtstagskuchen. Und wenn man ein Stück davon abhaben will, muss man eben nett zum Geburtstagskind sein und sich auch an die Spielregeln vor Ort halten. Wir könnten ja auch bei NBA-Spielen in Deutschland nicht einfach Hakenkreuzfahnen aufhängen, nur weil die gut zu unseren Trikots passen. Wie es in der großen amerikanischen Volksweise der große Lebowski heißt, wir sind hier nicht in Vietnam. Es gibt Regeln. Und jetzt entschuldigen Sie mich, ich muss zum Bowling. Danke. Tja, gut, so sind sie halt, die Amerikaner. Typisch Turbokapitalismus. Deutsche Sportteams würden sich doch nie einem autoritären Regime anbiedern. Offenbar doch. Mit ihren Asientouren lösen die Bayern Begeisterung im fernen Osten aus. Die Bayern haben schließlich ihre Experten für Völkerverständigung geschickt. Lothar, wie alt ist deine Tochter Matthäus? Ja, das ist echte Eloquenz. Die Bayern versprechen sich viel von den Chinesen als Kunden. Man sagt, ca. 10% sind Bayern München Fans davon. Also
Damit alleine ist das Potenzial des Landes sehr groß. 10%? Das wären ja 140 Millionen Bayern-Fans. Und trotzdem keine Stimmung in der Allianz Arena. Aber diesen Fans muss man was liefern. Stars zum Anfassen. Hier, Umarmung für Boateng, Umarmung für Starke. Keine Umarmung für den Typen im weißen Hemd. Tja, story of my life. Außerdem wollen die Bayern auf kurz oder lang einen chinesischen Profi im Kader. Wegen Hype und so. Uli Hoeneß rechnet vor, wenn wir am Samstag dann wahrscheinlich um 2 Uhr spielen, damit in Shanghai oder Peking in Primetime live übertragen werden kann, dann drücken 300 Millionen Chinesen auf ihr iPhone und zahlen je 1 Euro. Dann können Sie sich etwa vorstellen, wo es hingeht. Ja, und die Rechenspiele von Uli Hoeneß sind ja bekanntlich so wasserdicht wie die Costa Concordia. Aber nicht nur die Bayern sind auf der Jagd nach dem chinesischen Geld, sondern unter anderem auch der BVB, Schalke und Wolfsburg. Und auch die Bundesliga verdient kräftig mit über TV-Rechte. Denn heimlich, still und leise hat die DFL einen lukrativen Vermarktungsvertrag mit der Suning Commerce Group ausgehandelt, der der Liga 250 Millionen Euro einbringt. Tja, Konzerne sagen dem Internet, hey, bitte sagt nichts zu den Protesten und kritisiert China nicht. Tja, und was macht das Internet? Genau das. Schade nur, dass bisher die meisten Konzerne genau das machen, was die beiden Moderatoren beim E-Sport-Interview gemacht haben. Wegducken. Wen würdet ihr gerne zensieren, um das höchste amerikanische Gut von allen zu verteidigen? Geld? Die Kardashians? Santa Claus? Oder die Mischung aus beiden? Uli Hoeneß? Schreibt es in die Kommentare und am besten auch noch, wie ihr das viele schöne Geld ausgeben würdet. Ich würde mir davon einen sehr großen Hut kaufen, damit ich hier im Fernsehen noch besser aussehe. Wie? Man kann mich gar nicht komplett sehen? Euch werde ich es zeigen. Ich schlage euch gleich den Big